die Leute werden da entsprechend wirklich also gut aussehen. Also die Bürgeruni ist für mich unterhaltsam und sehr lehrreich. Ich finde Live-Veranstaltungen einfach unterhaltsamer und spannender, als sich im Internet und im Fernsehen zu informieren. Mir gefällt an der Bürgeruni, dass wir sehr interessante Themen haben. Und deswegen schaue ich mir das gern auch persönlich mit kompetenten Professoren an. Weil die Referenten jedes Mal einen Einblick in ihre Themen bieten und man nimmt jedes Mal für sich davon was mit nach Hause. Man immer wieder neue Anregungen zu Themen bekommen, zu aktuellen. Und ich gehe jedes Mal mit neuen Eindrücken von den Referenten und Themen positiv nach Hause. Einen schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass so zahlreich der Saal gefüllt ist. Begrüße auch ganz herzlich die Besucherinnen und Besucher an den Bildschirmen zu Hause. Ich darf Sie begrüßen im Namen der Dieter-Schwarz-Stiftung, im Namen der Heilbronner Stimme, die heute auch wieder unser Medienpartner ist, der Bürgeruni, und im Namen der Technischen Universität München hier am Campus Heilbronn. Sie kennen mich noch nicht, ich stehe zum ersten Mal hier oben. Mein Name ist Kerstin Besemer, ich leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der TUM am Campus Heilbronn und bin in dieser Funktion zuständig dafür, dass das, was Sie über die TUM am Campus Heilbronn lesen, erfahren, hören und sehen, tatsächlich auch in die Breite gestreut wird. Herr Professor Kretschmer ist heute leider verhindert. Ich darf Sie herzlich grüßen. Er ist terminlich in München heute und kann nicht dabei sein. Im Anschluss wird Tobias Wieland wieder in bewährter Manier durch das Programm führen. Ich freue mich heute Abend besonders, dass Frau Professor Ulrike Protzer bei uns ist. Ganz herzlich willkommen. Ulrike Protzer ist Professorin für Virologie an der Technischen Universität in München und war in der Corona-Zeit sehr, sehr medial präsent. Sie hat als exzellente Wissenschaftlerin in der öffentlichen Wahrnehmung maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Viren besser verstehen und vor allen Dingen auch im Kontext der Pandemie einordnen konnten. Frau Professor Protzer hat uns in die Welt dieser kleinsten Krankheitserreger auf eine Art sehr, sehr verständlich mitgenommen, die wichtig und die wertvoll für uns alle war. In Deutschland saßen tatsächlich zeitweise 80 Millionen Hobby-Virologinnen und Virologen vor den Bildschirmen und haben beim Grillabend darüber diskutiert. Analog der Fußball-WM, wo wir das ja über die Bundestrainer kennen. Jetzt freue ich mich natürlich besonders, heute losgelöst von den Sorgen einer Pandemie, diesem Vortrag heute Abend lauschen zu dürfen. Ein Hinweis noch, ich sehe es gerade nicht, Sie können natürlich wieder mit uns in Kontakt treten während der Veranstaltung, Fragen stellen, Ihr Feedback geben, normalerweise wird der Slido-Link eingeblendet, rechts und links, oder wird es nachher passieren. Jedenfalls nutzen Sie die Gelegenheit, jedes Feedback macht uns ein kleines bisschen besser. Ich wünsche Ihnen und uns heute Abend gute Unterhaltung mit Frau Professor Protzer und darf weitergeben an dich, Tobi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Kerstin Besemer, und ein herzliches Willkommen auch von mir, auch an unsere Gäste zu Hause an den Bildschirmen. Falls Sie gehofft haben, dass wir heute über Computerviren reden, nein, das tun wir nicht. Bleiben Sie trotzdem unbedingt dran. Und Sie haben es gehört, Sie können wieder Fragen einreichen, das gilt für alle, über die App oder die Webseite Slido. Da gibt es einen Eventcode 412-4470. Der wird später im Video auch noch häufiger eingeblendet. Wie geht es meinen Gästen heute im Saal? Alles okay? Hat jemand ein paar Viren mitgebracht? Epstein-Barr-Virus, Hantavirus, Herpes, Noroviren. Es gibt ja viele, ne? Aber nicht jedes davon ist auch ein Krankheitserreger. Vielleicht gerne mal beim Nachbarn fragen, was der heute so dabei hat.
Seien Sie unbesorgt, denn wir haben heute eine Virologin im Raum, eine ausgewiesene Expertin über die Funktion und Wirkungsweise von diesen kleinen Krankheitserregern. Und was die alles so anstellen können, das schauen wir uns jetzt in einem kurzen Film mal an. Bitte, Film ab! Wenn Sie jetzt denken nach Betrachten des Videos, Mensch, diese Panikmache von der Presse da wieder, ich kann Sie beruhigen, denn das Q- oder Q-Fieber, das hier auch eben auftauchte, wird nicht von Viren ausgelöst, sondern von Bakterien. Also nicht immer sind Viren die Bösen. Und Sie haben auch was Faszinierendes an sich und das wird unser heutiger Gast uns erläutern können. Ulrike Protzer leitet das Institut für Virologie am Helmholtz-Zentrum in München. Sie hat den Lehrstuhl für Virologie an der TU München inne. Studiert hat sie einst Medizin an der Universität Erlangen. Ihr Forschungsschwerpunkt, und das seit vielen Jahren, sind Therapien für chronisch an Hepatitis B erkrankte Menschen. Und das sind leider sehr viele Menschen, so schätzungsweise 250 bis 300 Millionen weltweit. Daran sieht man, wie wichtig diese Forschung ist. Zuletzt war sie auch mit SARS-CoV-2 beschäftigt. Ein Virus, das uns allen bekannt sein dürfte seit den vergangenen Monaten. Wegen ihrer Verdienste in der Pandemiebekämpfung wurde sie mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Sie war häufig in Rundfunksendungen zu Gast. Heute ist sie bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Ulrike Protzer. Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung und es ist natürlich schön, auch mal wieder live irgendwie vor Leuten zu stehen und nicht immer nur in eine Kamera zu gucken, obwohl die hier ja auch vorhanden ist. Es freut mich heute, Sie ein bisschen mitnehmen zu dürfen in die Welt der Viren. Wenn ich das vor vier Jahren getan hätte, hätten Sie wahrscheinlich alle gesagt, was sind eigentlich Viren? Und da hat uns SARS-Coronavirus geholfen, die Grundbildung des deutschen Staatsbürgers in dieser Hinsicht ist sicher inzwischen deutlich verbessert. Trotzdem glaube ich, ich kann Ihnen da noch ein paar neue Dinge erzählen. Zum einen, Viren sind sehr klein. Was heißt sehr klein? Sie alle kennen ein Lineal. Sie wissen, was ein Zentimeter auf einem Lineal ist. Sie wissen, was ein Millimeter auf einem Lineal ist. Wenn Sie in diesen Millimeter 1000 Bakterien nebeneinander legen, dann wissen Sie, ein Bakterium ist ein Mikrometer groß. Ja, dann sind wir also bei, ich glaube, ich lasse es mit dem Anzeigen, Sie sehen es, dann sind wir da, wo jetzt Bakterien steht. Und Viren sind noch ein Stückchen kleiner. Also in diese 1000 Bakterien passen jetzt nochmal vom Durchmesser her, 20 bis 50 Viren hinein. Das heißt, sie sind wirklich im Nanometerbereich. Und wenn man sich das anschaut, wie das dann aussieht, leider funktioniert das mit dem Zeigen nicht, dann sehen Sie unten links auf der Abbildung eine Zelle. Das ist eine Körperzelle, irgendeine Zelle in Ihrem Körper. Und an dieser Zelle dran sehen Sie drei Viren. Das sind drei große Viren. Das sind drei Herpesviren. Und da gibt es aber noch kleinere, zum Beispiel die Polioviren. Die sehen Sie nur, wenn Sie dann in diesen vergrößerten Ausschnitt reinschauen und da diese kleinen Fußbälle sehen. Das sind die Polioviren. Also es ist wirklich klein. Das können Sie mit dem normalen Mikroskop nicht mehr sehen. Dafür brauchen Sie ein Elektronenmikroskop und das, was dann noch kleiner ist,
Das sind dann tatsächlich nur noch Eiweißmoleküle, wo Sie dann schon entweder X-Ray oder kernspintomografische Auflösemethoden brauchen, um das überhaupt noch irgendwie erfassen zu können. Und Viren sind nicht nur klein, die sind auch überall. Es gibt Viren, die befallen Bakterien. Es gibt Viren, die befallen Pflanzen, zum Beispiel das Tabakmosaikvirus, war das erste Virus übrigens, was bekannt war. Das ist dieses lange Ding, was man da sieht. Und das, was ein Bakterium befällt, ist dieser kleine Sputnik da oben links. Ja, also das ist nicht die Raumfahrt, die diese Form erfunden hat, sondern die Natur hat das erfunden. Und das ist ein sogenannter Bakteriophage. Aber es gibt natürlich auch Viren, die Tiere befallen, die Säugetiere befallen und auch die Menschen befallen. Hier unten sind zwei dargestellt. Einmal das Tollwutvirus und einmal das HIV, das humane Immundefizienzvirus. Und selbst im Ozean finden Sie Viren. Wenn Sie schwimmen gehen im Ozean, nehmen Sie ständig Viren zu sich. Etwa 10 Millionen pro Tropfen Seewasser. Jetzt sagen Sie, ich war aber schon oft schwimmen, bin ich krank geworden? Richtig. Daran sehen Sie schon, nicht alle diese Viren machen krank. Die meisten Viren machen nicht krank, sondern die befallen eben andere Organismen als den Menschen und wir können die aufnehmen, ohne dass irgendwas passiert. Die sind extrem wichtig. Die sind nämlich diejenigen, die den Umsatz von Stoffen im Meer zum Beispiel machen. Ja, also es gibt ganz viele Bakterien im Meer und die Viren, die killen die Bakterien, genauso wie in unserem Abwasser. Ja, wir hätten viel mehr Bakterien aus unserem Darm und so im Abwasser, wenn da nicht auch Viren wären und die Bakterien einfach wieder wegräumen. Und das sind eben apathogene Viren. Und nur um Ihnen zu zeigen, dass es die wirklich gibt, das ist so ein Einzeller, der im Meer lebt. Und in diesem Einzeller, wenn Sie da mit dem Elektronenmikroskop reinschauen, dann sehen Sie auch diese kleinen Fußbälle. Icosaeder ist das Fachwort, weil es lauter gleiche Seiten hat, den der Fußball hat auch hat. Weil es einfach eine, ich sage immer meinen Studenten, so ein Fußball, der muss 22 Männer aushalten, die da drauf dreschen. Das heißt, es muss sehr stabil sein und das ist eine Form, die haben die Viren halt auch genutzt, weil die müssen Umwelteinflüsse überleben. Die müssen einfach stabil sein. Viren können, sind aber nicht unbedingt apathogen. Das wissen Sie auch alle inzwischen. Die können ihren Wirt auch schädigen. Und da gibt es nicht nur menschliche Viren, die das tun, sondern auch tierische Viren. Sie können sich wahrscheinlich erinnern an den kleinen Eisbären Knut, der im Berliner Zoo geboren wurde, dessen Pfleger dann, glaube ich, an einer Leukämie verstorben ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und der Eisbär Knut, der ist irgendwann vor den Augen der Besucher im Zoo einfach tot umgefallen ins Wasser gekippt. Und wenige Tage drauf ist die Elefantenkuh Shaina Pali gestorben, auch im Berliner Zoo. Und beide Tiere, das hat man im Nachhinein festgestellt, hatten eine Herpesvirusinfektion, die das Gehirn betrifft. Und die leider diese beiden Tiere umgebracht hat. Und Viren sind alt. Auf der linken Seite sehen Sie eine Grabtafel, eine ägyptische Grabtafel. Darauf ist ein Mann zu sehen mit einem Stock. Und auf der rechten Seite habe ich Ihnen mal ein moderneres Bild eines solchen Mannes dargestellt. Und auch mit einem Stock. Und was Sie einfach erkennen können, ist, dass eines der beiden Beine jeweils sehr dünn geworden ist. Die ganze Muskulatur ist weg. Und der Fuß ist verformt, den können beide Männer nicht mehr so richtig heben. Sowohl der alte ägyptische vor mehreren tausend Jahren, als auch eben der jetzt noch lebende. Zum Glück selten geworden. Was ist das? Super, Polio. Kinderlähmung. Ja? Das ist ein relativ einfaches Virus. Wir als Virologen sagen, es ist ein kleines, nacktes Virus, weil es keine Hülle hat, weil es nur einen Proteinmantel hat, das seine Erbinformation schützt und ist sehr einfach aufgebaut. Und wenn man im Elektronenmikroskop guckt, dann sieht es eigentlich, wie ich finde, sehr schön aus. Das sind diese Icosaeder, das sind diese fußballähnlichen Formen, die man dann dort betrachten kann. Und das ist das Poliovirus. Und dieses Poliovirus ist im Prinzip nichts anderes, als einer meiner Lehrer immer gesagt hat, eine chemische Formel. Ecki Wimmer kam aus Heidelberg, hat dort Chemie studiert, ist dann nach New York gegangen, ist dort Dean der Stony Brook University geworden und hat über das Poliovirus gearbeitet. Und
sagte immer, naja, eigentlich, ich als Chemiker, das ist einfach nur eine tote Masse, die ich als chemische Formel darstellen kann. Und so ist es mit jedem Virus. Viren leben nämlich nicht. Warum nicht? Sie können sich nicht selbstständig vermehren und sie können sich nicht selbstständig fortbewegen. Deswegen, per Definition, sind Viren keine Lebewesen. Trotzdem sind es Krankheitserreger und diese Diskussion geht immer so ein bisschen hin und her. Aber was heißt das? Wenn ich mich nicht selber fortbewegen kann, muss ich fortbewegt werden. Wie macht so ein Virus das? Ganz einfach. Es bringt Sie oder mich zum Niesen oder zum Husten und schon wird es fortbewegt. Ja? Oder löst Durchfall aus, dann wird es auch fortbewegt übers Wasser. Und wie wird es vermehrt? Für die Vermehrung muss es immer in Zellen hineingehen. Und ich hatte Ihnen schon die Bakterien gezeigt, die ja Zellen sind, das sind Lebewesen. Ich hatte Ihnen Pflanzenzellen gezeigt, das Tabak, die mit Viren befallen werden können. Und genauso können das jegliche Art tierische oder menschliche Zellen. Und in diesen Zellen muss dann das Virus vermehrt werden. Ein Virus ist also einfach ein Parasit. Und als Dankeschön für die Vermehrung bringt er im Anschluss meist seine Wirtszelle um. Mit Polio ist es ja uns gelungen, das weitestgehend auszurotten, nicht ganz komplett. Wie ist uns das gelungen? Es gab einfach einen genialen Impfstoff. Es gab einen Impfstoff, den man auf ein Zückerchen tropfen kann, ein sogenannter Lebendimpfstoff. Und dann ist man in die Schulen gegangen und hat Reihenimpfungen gemacht, indem man jedem Schüler ein Zuckerchen gegeben hat. Großartig. Fanden die Kinder toll, war einfach, brauchte ich keinen Arzt dafür, keine Spritze, hat nicht wehgetan. Geht nur leider nicht mit allen Impfstoffen, dass man die als Lebendimpfstoffe so einfach verabreichen kann. Aber bei Polio ging das und das hat eben sehr effizient dazu geführt, dass wir Polio weitestgehend ausrotten konnten. In einigen Regionen der Welt, wo es viele Krisen gibt, kommt es ab und zu wieder hoch. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Riesenerfolg und eines der beiden Viren, die ausgerottet bzw. fast ausgerottet sind. Wissen Sie, welches komplett ausgerottet ist? Die Pocken. Die habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. So ein bisschen das Gegenteil vom Poliovirus. Das ist nämlich ein großes Virus. Also für uns Virologen groß. Für jemanden anders, der Botaniker ist oder Bakteriologe oder so, ist es natürlich trotzdem klein. Aber für uns Virologen ist es ein großes Virus. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen im Elektronenmikroskop, da oben in der Mitte, dann sehen Sie schon, das sieht ganz anders aus. Das ist plötzlich keine so eine Fußballform, sondern das ist ein Virus, was mehrere Membranhüllen hat, wie wir sagen. Also so wie unsere Zellen umhüllt sind, ist auch dieses Virus umhüllt. Und da muss man sich dann gleich fragen, was sind denn eigentlich Viren? Wir haben schon gesagt, keine Lebewesen. Und wenn man es runterbricht, sind es eigentlich Genfähren. Die sind darauf optimiert, ihre Erbinformationen von einer Zelle in die nächste Zelle zu bringen, dann typischerweise Symptome auszulösen und durch diese Symptome transportiert zu werden zum nächsten Individuum. Ja, das ist so das Lebensprinzip eines Virus, wenn man es so runterbrechen kann, auch wenn es kein Lebewesen ist. Und so ist es bei Pockenviren, bei Polioviren und bei allen anderen Viren auch. Im Prinzip sind die darauf optimiert, ihre Erbinformationen zu transportieren, in Zellen einzuschleusen und der Zelle zu sagen, du machst jetzt nicht mehr das, was du selber brauchst, sondern du machst jetzt gefälligst, vermehrst jetzt gefälligst mich. Daran gehen die Zellen dann anschließend meist zugrunde. Aber das ist so grundsätzlich das Prinzip. Was manchmal gut ist, wir haben gerade vorhin schon uns überlegt, wie das mit den Bakterien im Abwasser ist. Das ist natürlich gut, wenn die kaputt gehen. Gerade wenn es antibiotikaresistente Bakterien sind, super. Aber wenn es uns selber betrifft und ein Virus geht ins Gehirn, finden wir es natürlich nicht so lustig, wenn die Zellen anschließend kaputt gehen. Pocken sehen so aus, das sind die echten Pocken, die gibt es nicht mehr. Sollte man auch nicht als Verdacht aussprechen, weil dann würde man sofort eine riesen Alarmkette auflösen. Und ja, angeblich gibt es noch in zwei Stellen auf der Welt
ein Lager an einer Stelle in Russland, in Sibirien, an einer Stelle in den USA, die sollen zerstört werden. Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man sich da so wirklich drauf verlassen kann, aber egal. Das ist jetzt mal so ein bisschen eine schematische Darstellung, wie dieses Pockenvirus aussieht, hatte ich Ihnen schon beschrieben. Innen drin in Blau sieht man die Erbinformation, dann ein paar Hilfsproteine und dann eben diese beiden Membranhüllen, die das Ganze schützen, umgeben und dafür verantwortlich sind oder dem Virus helfen, dann die Wirtszelle zu infizieren und sich dort zu vermehren. Und Sie alle wissen, 1980, auch durch die Impfung, hat die WHO die Pocken für ausgerottet erklärt. Trotzdem bleibt immer so ein bisschen Angst, dass es vielleicht für Bioterrorismuszwecke wieder verwendet werden könnte, weil wir die Impfung eingestellt haben. Aber da gibt es Impfstoffe, die wir im Vorrat haben. Und die waren jetzt sehr praktisch, weil es jetzt gerade einen Ausbruch von Monkeypox gab. Affenpocken, die eigentlich keine Affenkrankheit sind, ist ein falscher Name, ist eine Krankheit von Nagern. Affenpocken oder Monkeypox, M-Pox heißen sie jetzt neu, befallen typischerweise Nager, also Ratten oder Mäuse, und können auf den Menschen übertragen werden. Und da gab es, das haben Sie sicherlich in der Presse mitverfolgt, einen weltweiten Ausbruch, auch über mehrere Länder und Kontinente hinweg. Und das macht ähnliche Symptome wie die Pocken, aber deutlich weniger stark. Auf der linken Seite sieht man einen afrikanischen Jungen, der hat eine relativ starke Ausprägung. Die meisten Patienten, die wir so gesehen haben, waren eher wie auf der rechten Seite, also mit einzelnen Pockenläsionen. Und da können Sie dann, wenn Sie so eine Läsion, einen kleinen Abstrich draus machen, dann können Sie da drin das Virus nachweisen und Sie können das Virus auch anzüchten, wenn Sie es auf Zellkulturen geben, aus diesen Abstrichen. Und das haben wir zum Glück sehr gut in den Griff bekommen, weil wir einen Impfstoff noch verfügbar hatten, eigentlich gegen die Pocken entwickelt, aber die sind alle so ähnlich, dass man den eben auch für Monkeypox verwenden konnte. Das war das sogenannte modifizierte Vakzin Javavirus Ankara. Da erzähle ich Ihnen gleich noch ein bisschen mehr drüber. So, jetzt habe ich Ihnen viel über Viren erzählt, die eigentlich mehr so akute Virusinfektionen machen. Aber es gibt nicht nur die. Es gibt auch Viren, die machen uns chronisch krank. Und da gibt es zum einen die Herpesviren. Sie kennen alle bestimmt jemanden, der immer wieder diese blöden Lippenbläschen kriegt, wenn er in die Sonne zu viel geht oder wenn er Stress hat. Oder manche haben das auch im Genitalbereich sehr, sehr unangenehm. Das sind Herpesviren, die persistieren in unserem Körper. Wenn wir sie einmal bekommen haben, kriegt man die nicht mehr weg. Aber im Normalfall hält unser Immunsystem die im Schach. Nur wenn es dann Stress gibt oder wenn unser Immunsystem irgendwie geschwächt ist, weil wir selber Stress haben oder weil die Umwelteinflüsse einfach gerade ungünstig sind, dann flammen die wieder auf und dann gibt es eben diese Herpesbläschen. Aber im Normalfall hat unser Immunsystem die in Check, würde man sagen. Dann gibt es aber auch welche, da schafft das Immunsystem das nicht so gut. Die vermehren sich ständig in unserem Körper. Ein Beispiel ist das HI-Virus, das HIV, was AIDS auslöst. Ein anderes Beispiel ist das Hepatitis B-Virus. Das ist, Sie haben es gerade vorhin schon gehört, so ein bisschen unser Haustier, wenn man es so betrachten darf, mit dem wir schon sehr lange und sehr viel arbeiten. Und dann gibt es noch Viren, um das einfach zu vervollständigen, die integrieren in unsere Keimbahn oder sie sind schon vor Zehntausenden, Hunderttausenden von Jahren in unsere Keimbahnen integriert und die vermehren sich einfach mit, wenn wir uns vermehren. Mit jeder Körperzelle, die trägt man einfach mit sich spazieren. Und ich habe es hier mal hingeschrieben, deswegen kann ich Sie es nicht mehr fragen. Es sind 8-9% unseres Genoms, die aus Virussequenzen bestehen. Ja? Bei Mäusen zum Beispiel sogar mehr, auch bei Tomaten noch mehr, die haben größere Genome. Aber das ist schon viel. Ja? Und das ist irgendwann mal passiert vor 100.000 Jahren, manchmal in 1 Million Jahren. Und die vererben wir sozusagen immer mit. Die haben natürlich auch was Gutes, die halten unser Genom mobiler. Wir können uns dadurch eher anpassen, weil diese Regionen sich eher verändern können. Sonst wären wir gar nicht so anpassungsfähig, auch an Umweltveränderungen.
wenn wir diese Viren nicht hätten. Und deswegen ist wahrscheinlich auch, oder ist vermutlich der Grund, warum wir diesen Ballast sozusagen mit uns rumschleppen. Die sind aber nicht ansteckend, sondern die werden halt einfach von ihnen auf die Kinder und so weiter, weiter vererbt. Und daraus resultiert, dass wir ein Virom haben. Sie haben bestimmt schon mal vom Mikrobiom gehört, was jeder von uns mit sich rumträgt, also die Bakterien, die in uns leben, in unseren Darm, in unsere Lunge, auf unsere Haut. Und genauso haben wir ein Virom. Ja. Und das sind eben verschiedene Viren, die wir irgendwo alle letztendlich mit uns rumtragen, jeder so zwischen 8 und 12, zusätzlich zu den endogenen Retroviren, also die integriert sind, kommen da die Herpesviren dazu oder eben die chronischen Viren, die uns infizieren oder auch andere, die eigentlich so nicht bekannt sind, weil sie nicht so krank machen. Die Hepatitis B, hatte ich Ihnen schon gesagt, da arbeiten wir drüber und da habe ich gedacht, erzähle ich Ihnen vielleicht auch so ganz kurz mal zumindest einen Punkt, den wir da machen. Das ist die Virushepatitis, ist die achthäufigste Todesursache der Welt. Ist häufig gar nicht so bekannt, weil es irgendwo unter anderen Lebererkrankungen oder so mit untergeht. Aber allein an der Hepatitis B versterben jedes Jahr 880 bis 890.000 Menschen. Und wir haben mehr als 250 Millionen Menschen auf der Welt, die chronisch mit diesem Virus infiziert sind und die entsprechend einfach ein hohes Risiko haben, daran krank zu werden und daran auch zu versterben. Und wenn man das mal anschaut, dann sind es insgesamt 4% der Weltbevölkerung, die das betrifft. Nicht so sehr in den USA, deswegen ist es auch was, was von den Pharmafirmen und so nicht so betrieben wird. Deswegen ist es auch häufig, ich sage häufig, das ist die most frequent neglected disease of the world, das heißt, es ist die häufigste vernachlässigte Erkrankung der Welt, weil sie in den Ländern, wo einfach viel Umsatz gemacht wird, nicht so häufig ist, sondern häufiger in ärmeren Ländern ist, sehr häufig in Südostasien, aber auch in Afrika. Und hier sehen Sie eben eine afrikanische Mutter, die das möglicherweise auf ihr Kind übertragen hat, was leider häufig passiert. Und Sie sehen einfach als Beispiel mal den Liu Xiaobo, der hat 2010 ja den Nobelpreis bekommen, kam dann als Regimegegner in China ins Gefängnis und wurde dann entlassen, um kurz darauf an den Folgen seiner Hepatitis B zu versterben. Ja, und das zeigt so ein bisschen, das ist das ganz große Problem, was man auch in Südostasien, auch immer noch in China häufig hat. Wenn das nicht behandelt wird, wenn es ignoriert wird, führt es eben leider häufig zum Tod. Und das führt auch dazu, dass die Virushepatitis insgesamt an Bedeutung, an sozioökonomischer und gesundheitlicher Relevanz einfach zugenommen hat. Die meisten großen Infektionserkrankungen wie die Tuberkulose, die HIV-Infektion und die Malaria sind eher leicht rückläufig. Aber die Virushepatitis ist von den Zahlen her immer noch ansteigend und deswegen muss man auch unbedingt was tun. Das hat zum Glück jetzt auch die WHO erkannt und es gibt jetzt da sehr viel Aktivitäten, das zu verhindern, alle Neugeborenen sofort zu impfen, was ein ganz guter Schutz schon mal ist. Aber das hilft natürlich denen, die dieses Virus schon tragen oder die nicht in den ersten 24 Lebensstunden geimpft werden können, was in vielen Ländern gar nicht möglich ist, weil die Leute gar nicht ins Krankenhaus gehen oder da halt kein Arzt rumspringt, der sie ganz schnell impfen kann, denen hilft das natürlich nicht. Und da haben wir uns, indem wir versucht haben zu verstehen, wie schafft es denn dieses Virus chronisch zu bleiben und warum schafft es denn unser Immunsystem nicht, dieses Virus aus dem Körper zu treiben, haben wir gesagt, naja, vielleicht kann man das Immunsystem aber kitzeln, damit es das Virus dann doch aus dem Körper treibt. Und haben eine therapeutische Impfung entwickelt. Das ist ein Unterschied zu dem, was wir als Covid-Impfung kennen oder als Polio-Impfung. Das sind ja alles vorbeugende Impfungen. In dem Fall ist es eine Therapie. Jemand hat die Erkrankung schon und wir versuchen dann, das Immunsystem zu stimulieren und umzudrehen, um in dem Fall die Infektion auszuheilen. Bei Tumor macht man das auch, um den Tumor in den Griff zu kriegen. Und da haben wir ein Schema entwickelt, wo jemand zweimal einen Proteinimpfstoff bekommt und dann einmal einen Impfstoff, und jetzt halten Sie sich fest, der auf MVA basiert und ist genau das Gleiche, was man
für die Mpox, für die Monkeypox jetzt verwendet hat. Nur dass das, was wir verwenden, sozusagen als total so gemacht ist, dass es sich nicht mehr vermehren kann, aber noch immunogen ist und eben das Immunsystem gegen das Hepatitis B-Virus sozusagen anheizt. Das ist die Idee des Ganzen. Das macht also die Antikörper und die T-Zellen in unserem Körper wach. Und das funktioniert gut. Das sieht man hier mal. Solche Dinge muss man in Tiermodellen testen, weil gleich in Menschen gehen, ist unethisch. Das geht natürlich nicht. Das heißt, Sie brauchen Tiermodelle, in denen Sie das testen können, in denen es ein Immunsystem gibt. Und dazu haben wir Mausmodelle etabliert. Die Mäuse sind bumper gesund, so ähnlich wie die Patienten mit dem Hepatitis B-Virus ja für lange Zeit auch. Die merken ja häufig lange Zeit nicht, dass sie das Virus in sich tragen. Und die können wir dann impfen. Und wenn wir das tun, dann verlieren die das Virus, wie man hier auf dieser roten Kurve sieht. Also nicht Geimpften, die tragen das konstant weiter. Und die Geimpften, die verlieren das Virus. Und die entwickeln Antikörper. Und die entwickeln T-Zellen, beide Arme des Immunsystems, die helfen, dieses Virus aus dem Körper zu treiben. Und weil das relativ gut funktioniert, dürfen wir das Ganze in die Klinik bringen und mit viel öffentlichen Fördermitteln, muss man sagen, sowohl aus Deutschland als auch von der EU, haben wir die Möglichkeit, diese Impfstoffkomponenten zu produzieren. Das ist dann unter hochsicheren Bedingungen, natürlich qualitätskontrollierten Bedingungen, sogenannte GMP, Good Manufacturing Practice Bedingungen. Und wenn man die dann hat, dann kann man ein Studienprotokoll schreiben, das haben wir gemacht. Dieses Studienprotokoll schickt man an die zuständige regulatorische Behörde, in unserem Fall das Paul-Ehrlich-Institut. Das hat natürlich gesagt, da müsst ihr aber noch das und das und das und das berücksichtigen. Das haben wir getan, darauf haben wir jetzt geantwortet und haben am letzten Montag das weggeschickt und hoffen jetzt sehr stark, dass wir eine positive Antwort kriegen oder rechnen eigentlich damit, dass wir jetzt in 30 Tagen haben es jetzt noch Zeit. Die Behörde ist dann zeitlimitiert. Die dürfen dann, wenn wir alles beantwortet haben, haben die nur noch 30 Tage. Das haben sie jetzt und wir hoffen, dass wir dann Anfang Mai anfangen können und diesen Impfstoff dann wirklich auch zu testen. Das passiert zunächst in gesunden Freiwilligen. Und wenn man da sieht, das ist sicher dann in Patienten, die freiwillig das haben möchten, die sich da zur Verfügung stellen. Und wenn man da sieht, das ist sicher und es hat eine Wirksamkeit, dann kann man über zwei Stufen in Phase 2 und nachher Phase 3 Studien gehen, bevor man dann wirklich sagen kann, so etwas darf auch in die Klinik. Das ist ein sehr hoch regulierter und komplexer Prozess, aber das ist auch gut so, weil wir dann einfach auch wissen, wir haben nichts übersehen, sondern da ist tatsächlich qualitätsgesichert alles gemacht, was man machen kann. Wir haben jetzt schon 12.000 Anfragen von Patienten, die gerne an unserer Studie teilnehmen möchten. Das geht nicht, wir haben überhaupt nur 80 Plätze, aber Sie sehen, der Bedarf ist da und die Patienten möchten das auch wirklich haben. Gut, jetzt aber zurück zu unseren Viren. Ich muss Ihnen ja noch ein bisschen mehr über Viren erzählen, als nur über unsere Arbeit im Labor und was wir tun. Wie werden Viren übertragen? Wir hatten gesagt, Viren können sich nicht selbst vermehren und sie können sich auch nicht selbst bewegen. Das heißt, sie müssen bewegt werden. Eine Möglichkeit, sie zu bewegen, wie hier dargestellt, ist das Niesen. Dabei produziere ich feine Tröpfchen und die fliegen. Eine andere Möglichkeit ist kontaminierte Hände, gerade Durchfallviren oder so. Wenn ich mir da nicht 100% sauber die Hände wasche, kann ich sie darüber übertragen, sogenannte Schmierinfektionen. Oder auch wenn ich mich in die Hand niese und dem Nächsten die Hand gebe und der fasst sich in die Nase. Oder überspritzen. Jetzt sind die Viren natürlich nicht eigentlich darauf optimiert, über die Spritze übertragen zu werden, weil evolutionär gab es keine Spritzen, aber es gab immer schon Insekten. Insekten, die stechen und diese Insekten nehmen Blut auf und die stechen den Nächsten und können dabei dieses Virus übertragen. Deswegen gibt es eben sogenannte parenterale oder blutübertragene Viren. Hepatitis B-Virus ist übrigens so ein blutübertragenes Virus.
Ja, dass entweder über Geschlechtskontakt oder über Blutkontakt bei der Geburt oder auch wenn ich halt eine Spritze oder Bluttransfusion oder so habe, übertragen wird. Und wenn ich jetzt mir überlege, Schmierinfektion, also ich übertrage das Ganze über die Hände, dann muss es ja irgendwo auf einer Oberfläche eine gewisse Zeit überleben. Denn im Gegensatz zu Bakterien können sich ja Viren auf Oberflächen nicht vermehren. Bakterien können sich auf Oberflächen vermehren, die brauchen ein bisschen was zum Essen, ein bisschen Zucker oder irgendwas. Dann vermehren die sich da wunderbar. Viren können das nicht. Die können sich ja nur in Zellen vermehren. Das heißt, ein Virus hat immer nur eine kurze Halbwertszeit oder eine kurze Überlebensdauer auf einer Oberfläche. Und kurz, in dem Fall ist hier mal dargestellt, ist zwischen ein paar Stunden und wenigen Tagen, je nach Stabilität des Virus und je nach Oberfläche. Und natürlich je nach Einfluss. Wenn ich draußen bin und die Sonne scheint drauf, UV-Licht macht eigentlich alles kaputt, dann ist die Überlebenszeit sehr kurz. In geschlossenen Räumen, wo kein UV-Licht reinkommt, wenn ich nicht putze, keine Putzmittel drankommen, dann ist es sozusagen die Maximal-Überlebenszeit. Aber die meisten Viren sind auch gegen Putzmittel relativ gut empfindlich, vor allem alle, die eine Hülle haben. Einzige Ausnahme sind so diese Fußballviren, die sind tatsächlich relativ resistent, da brauche ich dann irgendein Desinfektionsmittel. Aber alle anderen kriegen sie mit dem normalen Haushaltsputzmittel auch abgetötet. Also, wenn es ein Lebewesen wäre, abgetötet, aber inaktiviert wäre der korrekte. Das Risiko, was ich aber habe, ist, dass Viren sich darauf optimieren, dass sie über die Atemwege übertragen werden. Und das ist sehr schwer zu kontrollieren, weil es unsichtbar ist, weil es sehr effizient ist, gerade dann, wenn ich nicht nur über Tröpfchen, also nicht nur beim Husten oder Niesen übertragen werde, sondern auch über Aerosole. Was ist ein Aerosol? Ein Aerosol ist im Prinzip ein Mini-Tröpfchen. Ein Tröpfchen, sehen Sie hier, ist größer als 10 Mikrometer. Also 100 davon passen in Ihren Millimeter vom Lineal rein. Ein Aerosol ist kleiner als 5 Mikrometer. Das bedeutet, es ist zu leicht, dass es einfach auf den Boden fällt. Es kann so in der Luft vor sich hin wabern und bleiben. Und Sie alle kennen Aerosole. Sie alle waren bestimmt schon mal in einem Raum, wo vorher jemand geraucht hat. Und der ist draußen. Und Sie gehen in den Raum, Sie riechen das noch. Warum? Weil da Aerosole da sind und diese Geruchsstoffe mit den Aerosolen in dem Raum verbleiben. Wie kriege ich die weg? Ich mache das Fenster auf und lüfte gut durch. Warum? In dem Moment werden die Aerosole aufgelöst durch die Luftverwirbelung und gehen weg. Und genauso funktioniert das mit den Viren auch, die auf so Aerosolen sich im Raum halten und bewegen können. Und was auch hilft, sind Masken. Die sind zwar lästig, aber hilfreich und vor allem dann hilfreich, wenn beide sie tragen. Am wichtigsten derjenige, der infiziert ist und der ein infektiöses Aerosol ausstoßen kann. Aber natürlich kann sich auch derjenige schützen, der möglicherweise exponiert ist gegenüber einem Aerosol. Und dass das nutzt, hat man schon sehr früh erkannt. Das ist ein Bild von 1920 oder 1919, ich weiß es gar nicht genau. Sie sehen, das ist eine, in dem Fall Totenwache, die zur Zeit der spanischen Grippe unterwegs war. Da sind ja sehr, sehr viele Menschen gestorben. Hier oben ist mal die Übersterblichkeit in Tausenden in Italien dargestellt durch diese spanische Grippe. Die war enorm, 1819. Und damals hat man nichts anderes gemacht, als dass alle sich Masken angezogen haben. Das war zum Teil verpflichtend, zum Teil freiwillig. Und wenn man sich mal verschiedene amerikanische Städte anschaut, die das unterschiedlich gehandhabt haben, dann habe ich Ihnen hier mal rot markiert Toledo. Toledo hatte eine Verpflichtung, Masken zu tragen. Und Sie sehen, wenn Sie die Graphen auf der rechten Seite mal runtergehen und sich die Todesfälle anschauen, die haben viel weniger Tote gehabt als die anderen Städte, auch Städte, die ganz in der Nähe waren. Das heißt, man weiß eigentlich schon sehr lange, dass das bei atemwegsübertragenen Erregern hilft. Das ist jetzt nichts Neues, das ist uns nur durch die SARS-Corona-Pandemie einfach nochmal wieder neu bewusst geworden. Und dann hilft es auch,
wenn man isoliert. Zumindest, wenn man es schnell und konsequent genug macht. Das hat man erkannt während der ersten SARS-Corona-Pandemie im Jahr 2003. Da gab es ja plötzlich in China auch Fälle mit schweren Lungenerkrankungen, mit Todesfolge. Und die Materialien kamen dann über jemanden, dem es schlecht ging, der nach Deutschland kam, nach Frankfurt. Und in Frankfurt waren damals diese beiden jungen Virologen aktiv. Den Linken erkennen Sie wahrscheinlich sofort. Den Rechten, das ist Stefan Günther. Der Linke, Christian Drosten. Und die haben dieses Material genommen, was von dem Patienten bekommen hatten, der da in der Sonderisolierstation lag, und haben es mal auf allen Zellen, die sie so hatten, angezüchtet und konnten ein Virus nachweisen, das man hier unten links sieht im Elektronenmikroskop, und konnten durch diese Form, die ist typisch für ein Coronavirus, sagen, das ist ein Coronavirus. Und weil es eine schwere Atemwegsinfektion macht, nannte man es damals Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Deswegen SARS-Coronavirus. Sie wissen alle noch, dass wir, nicht wir, aber die Chinesen damals dieses Virus in den Griff bekommen haben, indem sie radikalste Lockdowns und Isolationsmaßnahmen gemacht haben. Die Kinder durften teilweise aus der Schule nicht mehr nach Hause zu ihren Eltern. Wenn Sie sich heute mit jungen Chinesen unterhalten, die das betroffen hat, die sind immer noch irgendwo traumatisiert dadurch. Aber es ist gelungen, das einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Woher kam dieses Virus damals? Das hat man dann aufgeklärt. Viele dieser Coronaviren leben in Fledermäusen. Das weiß man, Fledermäuse haben ein bisschen anderes Immunsystem, die werden nicht krank durch diese Coronaviren, und deswegen sind die perfekten Wirte, die alle möglichen Typen von Coronaviren vermehren können und in ihrer Population typischerweise immer behalten. Jetzt sind Coronaviren aber Viren, die nicht so sehr speziesspezifisch sind wie viele andere. Die meisten Viren sind sehr speziesspezifisch. Also mit dem Hepatitis B-Virus können Sie nur einen Menschen oder einen Schimpansen oder einen Gorilla infizieren, sonst nichts. Ja, hochspeziesspezifisch. Coronaviren sind nicht so speziesspezifisch. Die können in Fledermäusen, die können auch mal auf andere Säugetiere übergehen, und sie können eben auch auf den Menschen übergehen. Das weiß man von anderen Coronaviren, wo das einfach schon mehrfach passiert ist. Und natürlich hat man bei dem SARS-Coronavirus damals auch geguckt, wo kam es denn her, und hat herausgefunden, es kam aus dieser Hufeisennasen-Fledermaus und wurde über Marderhunde oder Larvenroller übertragen. Und das sind sehr exotische Tiere, die aber auf so Wildtiermärkten in China gehandelt werden. Und da konnte man die Kette ganz gut aufklären, wie das dann von der Fledermaus auf ein Wildtier übertragen wurde und dann in den Menschen kam. Bei anderen Coronaviren weiß man, dass es zum Beispiel über Kühe in den Menschen kam, aber schon 80, 100 Jahre her. Und die sind so die typischen Erkältungsviren oder gehören zu den typischen Erkältungsviren. Und dann kam ja dieses neue Coronavirus. Ich komme einfach nicht drum rum, da auch ein bisschen was dazu zu sagen, Entschuldigung. Und das wurde dann 2019 entdeckt, wieder in China, wieder in der Nähe eines Wildtiermarktes, diesmal in der Stadt Wuhan, also eine andere Stadt, in der das als das erste SARS-Coronavirus. Und man wusste sehr schnell, elektronenmikroskopisch sieht es aus wie ein Coronavirus. Man hat das Genom angeschaut und hat geschaut, was sind denn die engsten Verwandten, die man finden kann. Und das ist hier in Rot dargestellt. Da sehen Sie, das sind diese 2019, damals hießen sie noch nCoV für neues Coronavirus, in Wuhan isolierten Genome. Und ein ganz enger Verwandter ist das BAT-CoV-RATG-13. Das hat auch eine Hufeisennasen-Fledermaus zum Wirt. Also der ganz engste Verwandte, viel enger als alle anderen Coronaviren, enger als das erste SARS-Coronavirus, enger als das MERS-Coronavirus, ist ein Virus, was in Fledermäusen natürlicherweise vorkommt, heimisch ist, dort einfach immer wieder repliziert. Und es gibt mehrere sehr enge Verwandte
von SARS-CoV-2 in Fledermäusen. Man hat dann natürlich weitergesucht und hat dann eine ganze Reihe von Isolaten gefunden, nicht mal in China selber, sondern in Südostasien an der Grenze zwischen Laos und Thailand. Da haben die Japaner Proben von Fledermäusen gesammelt gehabt und also nicht die Chinesen. Den Japanern würde man ja eher zutrauen, dass sie da auch keine Beeinflussung der Daten vornehmen. Also es waren japanische Forscher, die das isoliert und berichtet haben. Und die haben tatsächlich mehrere Coronaviren dort gefunden. Auf der rechten Seite sieht man, dass die sehr, sehr ähnlich sind. Fast 10 Stück, über 99% Ähnlichkeit, können auch menschliche Zellen infizieren. Also ich glaube, wenn dieses SARS-Coronavirus-2 nicht übergesprungen wäre, dann wäre es irgendwann in nächster Zeit eines dieser anderen gewesen, weil die halt dummerweise die Eigenschaft haben, dass sie eben auch menschliche Zellen infizieren können. Jetzt sagen Sie, na gut, wenn es jetzt einmal passiert ist, passiert es vielleicht gleich wieder. Da ist die gute Nachricht, die sind so ähnlich, die Dinger, zu dem jetzigen SARS-Coronavirus, dass es zumindest eine vorbestehende Immunität gibt. Also ein Überspringen ist schon möglich, aber es wird nicht wieder diese massive Krankheitswelle geben, wie es bei dem ganz neuen Übersprung gab, weil wir einfach eine Grundimmunität dafür aufgebaut haben. Jetzt werden fragen ja viele mal wieder, ja, war das SARS-Coronavirus denn wirklich so schlimm? Waren denn die ganzen Maßnahmen eigentlich gerechtfertigt? Und da muss man sagen, die meisten Maßnahmen ja. Nicht alle, man ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle übers Ziel etwas hinausgeschossen, aber dass man schnell reagiert hat, war definitiv berechtigt. Ups, jetzt geht's wieder. Ich erinnere mich an die Anfangszeit, uns hat es in München sehr stark getroffen, weil das ja von Italien, von Österreich sozusagen über die Skifahrer zu uns kam. Und wir standen im März 2020, die kamen alle aus den Faschingsferien zurück vom Skifahren, standen wir wirklich da und wussten nicht, wohin mit dem Patienten. Den Rest Deutschland hat es nicht so betroffen zu dem Zeitpunkt, aber uns hat es in München extrem betroffen. Und es waren wirklich, wir haben dann in der Virologie natürlich Tag und Nacht gearbeitet, um zu versuchen, möglichst die Diagnostik aufrechtzuerhalten, auszubauen. Aber besonders betroffen waren die Kollegen, die in der Notaufnahme standen, die nämlich Patienten aufgenommen haben, die Atemwegssymptome hatten und die innerhalb von 3-4 Stunden auf die Intensivstation mussten. Und ich weiß noch wie heute, dass mich mein Kollege anruft und sagt, du, das ist jetzt der dritte hintereinander, wenn jetzt noch 2 kommen, weiß ich nicht mehr wohin. Das war schon eine brutale Situation am Anfang. Insofern, einfach um das Gesundheitssystem noch laufen lassen zu können, waren sicherlich Maßnahmen gerechtfertigt und auch, um einfach Tote zu verhindern. Die Amerikaner haben das ja deutlich weniger konsequent gemacht als wir. Sie können sich alle an die Trumpsche Umgehensweise mit dem Ganzen erinnern. Und ich habe Ihnen mal die Übersterblichkeit in Amerika mitgebracht. Und die ist schon korrigiert, weil die Übersterblichkeit ändert sich immer ein bisschen über die Zeit hinweg. Und Sie sehen, das Blaue ist die Übersterblichkeit. Und Sie sehen, können da genau die Corona-Wellen ablesen. Das ist schon nicht unerheblich gewesen, was da passiert ist. Und das ist nicht nur in Amerika passiert, sondern das ist auf der ganzen Welt passiert. In manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger. Hauptsächlich dadurch, dass dieses Virus hauptsächlich für ältere Menschen gefährlich ist, sind natürlich diejenigen mit einer älteren Bevölkerung schlimmer dran gewesen als manche afrikanische Staaten, die kaum Übersterblichkeit haben. Aber da gibt es halt auch Länder, die haben ein Durchschnittsalter von 18 Jahren. Ja. Das betrifft die natürlich nicht so wie bei uns. Insgesamt im September 2022 hat der Economist mal die Todeszahlen abgeschätzt und hat gesagt, offiziell sind 22,1 Millionen, also ganz offiziell global 6,5 Millionen Menschen, sonst ging es nicht, 6,5 Millionen Menschen daran gestorben.
Aber wenn man einfach mal anschaut, wie viele Menschen waren im Krankenhaus, wie viele konnten gar nicht diagnostiziert werden, weil in vielen Ländern das einfach so konsequent gar nicht möglich war, haben die geschätzt bis zu 26,4 Millionen Menschen. Was schon eine erhebliche Zahl ist. Nicht ganz so viel wie bei der spanischen Grippe, da waren es noch mehr, da waren es bis zu 50 Millionen. Aber für unsere Zeit mit modernen medizinischen Maßnahmen, die wir zur Verfügung haben, schon erheblich. Und da haben natürlich die Impfstoffe dann den Durchbruch gebracht. Ja, das war auch wieder im Krankenhaus spürbar. Die Welle Ende 2020, Anfang 2021 war heftig. Da dann nicht mehr so sehr die jungen Skifahrer, die wir am Anfang gesehen hatten, sondern wirklich die älteren Menschen, weil es in die Seniorenheime gegangen ist, weil es dort einfach auch viele dann zu uns ins Krankenhaus kamen. Und da war es dann so, wenn wir im Expertenteam gesessen sind, dann hieß es immer, ja, wir hatten heute wieder 35 neue Aufnahmen. Und dann war die Frage, wie habt ihr die denn untergekriegt? Und dann hieß es, naja, heute Nacht sind halt auch 20 verstorben. Da haben wir wieder freie Betten bekommen. So war die Realität. Und da kam die Impfung und dann hat sich das Ganze drastisch geändert. Dadurch, dass man, das war glaube ich auch schlau, erst die Älteren geimpft hat, das war, denke ich, eine sehr richtige Entscheidung, hat sich das geändert. Und viele machen sich natürlich Gedanken, weil dieser Impfstoff ja sehr schnell entwickelt wurde. Das war wirklich revolutionär, schnell wie das gegangen ist. Muss man aber sagen, es gab halt viele Vorarbeiten. Dadurch, dass man das SARS-Coronavirus das erste schon kannte, dadurch, dass man das MERS-Coronavirus schon kannte, hatte man viel schon darüber gearbeitet, wie muss denn der ideale Impfstoff aussehen. Und man konnte ganz genau mit strukturbiologischen Maßnahmen sagen, wie man diesen Impfstoff designen muss. Und dann war, und das war auch Glück, die mRNA-Technologie gerade fertig, sodass man sie einsetzen konnte. Ich selbst war bei CureVac 2017 in einem Advisory Board und da waren die gerade super stolz, dass sie die ersten GMP-produzierten mRNA-Impfstoffe herstellen konnten. Das war 2,5 Jahre vor dem Ausbruch dieses Virus. Das heißt, die Technologie war gerade so, dass sie wirklich ready war, auch in einem größeren Maßstab produziert zu werden. Man kannte das Antigen, man wusste, wie es aussehen musste. Man hatte die Modelle stehen, das hatte man alles von SARS-1 noch da. Und man hatte die Technologie fertig. Und dadurch konnte man sehr schnell in Richtung Klinik loslaufen, was einem sonst nie gelungen würde. Und dann natürlich in dem Moment irgendwo auch alle zusammengearbeitet. Ich glaube nicht, dass es nochmal gelingen würde. Ich habe mich mit denen unterhalten, die also die Beratung für BioNTech Pfizer gemacht haben, die regulatorische Beratung. Ich habe ihn auch gefragt, ja, haben wir jetzt was gelernt, geht es jetzt immer schneller? Sagt er, nee, das wird nie wieder so schnell gehen. Das war einfach eine einmalige Situation, wo alle an einem Strang gezogen haben. Sonst hätte man das auch regulatorisch nicht so durchkriegen. Die haben alles liegen lassen und haben sich wirklich nur noch auf diese eine Sache fokussiert. Sonst wäre es gar nicht gegangen. Und man hatte eine sehr enge Abstimmung zwischen den regulatorischen Behörden und den Entwicklern, sodass die regulatorischen Behörden von vornherein gesagt haben, pass mal auf, wir brauchen A, B und C. Das müsst ihr uns liefern. Und die haben ihre Studien so ausgerichtet, dass das dann auch in der Qualität und so, wie die es brauchten, da war. Und man hat nicht gewartet, was man normalerweise macht, bis die Studie fertig ist und dann reicht man alle Unterlagen ein, sondern die haben immer, wenn 100 Patienten fertig waren, die Unterlagen eingereicht und die Regulatoren konnten schon mal prüfen. Und so ging das in so einem rollierenden Verfahren und das hat natürlich enorm Zeit gespart. Und der dritte Trick, den man gemacht hat, oder Trick, war, dass die Regierungen einfach sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um im Vorfeld schon Impfstoff zu produzieren. Würde man normalerweise auch nicht machen. Normalerweise wartet man Studienergebnis ab von einer Phase-2-Studie und dann fängt man an, für die Phase-3-Studie zu produzieren, weil das finanzielle Risiko extrem hoch ist. Und dieses finanzielle Risiko haben die Regierungen abgefangen. Die amerikanische Regierung, aber auch die EU und auch andere Staaten. Und dadurch war es möglich, schon Impfstoff vorzuproduzieren, während die ersten klinischen oder die frühen klinischen Studien noch liefen und damit die Studien direkt weiterlaufen konnten, also da keine Verzögerungen mehr entstanden sind. Und all das zusammen war einfach eine einmalige Situation, die so, glaube ich, nie wieder auftreten wird. Ich glaube, wir kommen wieder zurück auf unsere normalen 5 bis 10 Jahre Entwicklungszyklen.
Es ist so. Die Vakzinen waren sehr effizient am Anfang. 95% Effizienz war beeindruckend. Ich habe damals mit meinen virologischen Kollegen gewettet, ob es einen Impfstoff geben wird. Ich habe gesagt, ich glaube, es gibt einen Impfstoff, der wirkt. Die haben gesagt, für eine Atemwegserkrankung haben wir bisher noch nie geschafft. Einige haben gesagt, ich glaube nicht, dass es einen wirksamen Impfstoff geben wird. Auch da sieht man schon, da war schon ein Teil Glück auch einfach dabei, dass das funktioniert hat. Trotzdem stehen diese Impfstoffe nicht gleichmäßig jedem auf der Welt zur Verfügung, standen nicht. Das ist die Impfstoffverfügbarkeit. Da sieht man, es gibt große Bereiche der Welt, die einfach keine Impfstoffe bekommen haben. Jeder hat die erstmal selber verwendet, jeder hat erstmal selber geschrien, wir brauchen aber. Und erst wenn bei uns alle, inklusive dem Jugendlichen, der jetzt eigentlich gar kein hohes Risiko hatte, schwer zu erkranken, geimpft ist, erst dann kriegt ihr Impfstoff ab. Da muss man sicherlich auf Dauer auch mal drüber nachdenken, ob das weltweit so gerecht ist. Da muss man sich fragen, was können denn diese Impfstoffe? Und da sage ich immer ganz plakativ, wir haben ja einen Covid-19-Impfstoff. Es wurde ein Covid-19-Impfstoff entwickelt. Die Kriterien, diesen Impfstoff zu testen, war immer, kann er symptomatische und schwere Erkrankungen verhindern? Also kann er Covid-19 verhindern? Dieser Impfstoff ist nicht entwickelt worden, um Infektionen zu verhindern. Dann würde er vermutlich auch SARS-CoV-2-Impfstoff heißen. Heißt er aber nicht. Ja. Ich glaube, das muss man sich immer klar machen. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Impfstoff haben möchte, der eine sterile Immunität hat. Den wünscht man sich, der ist ideal. Masernimpfstoff macht eine sterile Immunität, ist super. Ja, hätten wir alle gerne, ist aber noch nie gelungen für einen Atemwegserreger, muss man auch mal dazu sagen. Und hat auch dieser Impfstoff nicht geschafft. Ja, also der ist gut, um Erkrankungen zu verhindern, er ist aber sicher nicht gut genug, um Infektionen zu verhindern. Das sieht man auch ganz schön, wenn man sich das mal so im Verlauf der Zeit anguckt. Am Anfang hat beides ganz gut funktioniert. Da hat er mit dem ursprünglichen Virus Erkrankung verhindert und auch relativ gut Infektion verhindert. So 80-90%. Aber dann kam Delta um die Ecke, schon mit einem gewissen Kapazität dem Immunsystem oder der Immunantwort zu entgehen. Und da wurde der Schutz gegen Infektion schon weniger. Da war der schon nur noch um die 70%. Und dann kam Omikron. Und da sieht man dann, der Schutz vor Infektion geht runter auf 40-50%. Aber zum Glück, und da muss man auf Holz klopfen, der Schutz vor schwerer Erkrankung hat gut gehalten. Deswegen haben wir diese heftigen Wellen von Krankenhausbelastung bei Delta noch gesehen, aber dann mit dem Einsetzen der Impfung bei Omikron eben nicht mehr gesehen. Die Frage war immer dann, wie oft muss man impfen? Das ist jetzt eine Arbeit aus unserer eigenen Forschung, wo wir eben sehr früh zeigen konnten, zwei Impfstoffe reichen nicht aus, man braucht drei Impfstoffe. Das hat dann Eric Topol, einer der großen Wissenschaftstwitterer, getwittert und hat gesagt, ja, three shots and you're out, als er unser Paper gesehen hat. Aber das hat sich auch bewahrheitet und es war irgendwie, ehrlich gesagt, auch zu erwarten. Ich glaube, wir haben da ein wirkliches Kommunikationsfehler oder es wurde ein Kommunikationsfehler begangen, am Anfang zu sagen, mit zwei Impfungen ist man vollständig geimpft. Das ist nämlich bei keinem Impfstoff so, bei keinem Totimpfstoff. Egal, welchen Sie anschauen, ob das Polio ist, ob das Tollwut ist, ob das Hepatitis B ist, ob das Papillomvirus ist, bei allen Totimpfstoffen brauchen Sie immer drei. Und irgendwie war es zu erwarten, dass man auch hier drei braucht. Das ist jetzt nochmal, das Zeichen oder die Daten dazu, dass der Schutz des Impfstoffes vor Erkrankung und Tod gut angehalten hat, wenn man dreimal geimpft ist. Sie sehen die Prozentzahlen da oben rechts nach einer Impfung, Schutz vor Krankenhausaufnahme in dem Fall, 58%, nach zwei Impfungen 64%, fällt mit der Zeit ab, nach drei Impfungen dann 92% und bleibt relativ konstant über 80% bestehen. Und das sieht man auch in Deutschland. Wenn man sich einfach mal die deutschen Zahlen anguckt,
dann sehen Sie oben die Zahl der neuen SARS-Coronavirus-Infektionen. Egal, ob schwer oder nicht schwer, einfach nur Infektionen. Und Sie können schön die verschiedenen Wellen ablesen, dann mit dieser riesen Omikron-Welle. Und wenn Sie sich die Krankenhauswellen bzw. die Todesfolgen angucken, dann haben Sie oben unten die große Welle in der unteren linken Grafik, als das Delta-Virus da war, die Delta-Variante. Und Sie sehen bei Omikron, obwohl es viel, viel mehr Fälle waren, sind es viel weniger Menschen, die daran gestorben sind. Ja? Und damit nahm eben auch diese, ja, wir nennen es Case Fatality Rate, also die Chance, an einer Viruserkrankung zu versterben pro Fall, die nahm kontinuierlich ab, von initial 5%, was einfach schon sehr viel ist, auf dann einen Wert von unter 0,2%, was einfach ja, so in etwa dem Niveau einer normalen Grippe entspricht. Das heißt nicht null, das heißt trotzdem können Menschen schwer krank werden daran, ist keine Frage, aber es ist einfach viel, viel seltener geworden. Und wo man das, finde ich, auch sehr schön sieht, ist, wenn man mal die Todeszahlen in verschiedenen Ländern vergleicht. Das kann man natürlich jetzt erst retrospektiv machen. Ja. Oben sehen Sie in Rot oder in hell-orange ist es die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben über die Zeit mehr als 3 Millionen Todesfälle gehabt. 1% der über 60-Jährigen sind an Corona verstorben. Das ist echt viel. Ich möchte nicht wissen, wenn das bei uns der Fall gewesen wäre, wie wir reagiert hätten. In der Mitte sehen Sie Deutschland. Das ist jetzt immer normalisiert auf Millionen Einwohner, damit man es vergleichen kann. Und ganz unten ist Japan. Und jetzt hatten wir am Anfang gesagt, eigentlich ist das Risiko, dass jemand stirbt, wenn er ein hohes Alter hat und dann Corona kriegt. Jetzt werden Sie sagen, huppla, die amerikanische Bevölkerung ist doch im Durchschnitt jünger als die deutsche und jünger als die japanische. Also eigentlich hätten die ja viel besser da rauskommen müssen. Sind sie aber nicht. Und jetzt können Sie sich natürlich fragen, warum. Und wenn Sie sich dann die Impfquoten anschauen, dann ist es genau umgekehrt. Die Amerikaner haben die niedrigste, die Deutschen sind in der Mitte und die Japaner ganz oben. Und noch drastischer wird es, wenn man sich die dritte Impfung anschaut. Da sind die Amerikaner nämlich relativ schlecht mit 40%. Wir mit 70% okay, würde ich sagen, weil es vor allem gerade die Gefährdeten eigentlich ganz gut geimpft sind. Und die Japaner mit 95% deutlich oben. Daran sehen Sie auch schon, es kann nicht die Impfung sein, die die Menschen umbringt. Das wird ja auch manchmal kolportiert. Dann wären ja in Japan viel mehr Menschen gestorben. Ist aber nicht. Sondern es gibt eindeutig eine genau gegenteilige Zahl. Man darf bei der Impfung natürlich nie verschweigen, dass es auch Nebenwirkungen hat. Das ist keine besonders gut verträgliche Impfung, die wir da haben, weil sie einfach sehr stark das Immunsystem anregt. Hat sie eine hohe Reaktogenität, so nennen wir das, wenn man also stark anspricht und Fieber, Kopfschmerzen und so weiter bekommt. Das bekommen wirklich viele. Manche merken gar nichts, aber viele merken eben doch, wenn sie die Impfung bekommen haben, für 24, 48 Stunden. Aber Mai, das kann man sich dann gut erklären, ist mein Immunsystem, was reagiert. Dann gab es aber leider auch einige schwerere Nebenwirkungen. Da gab es bei den Adenovirus-Impfstoffen, also AstraZeneca und auch der Johnson & Johnson-Impfstoff, diese Thrombozytenaggregationen und Thrombosen. Die sind aber viel, viel seltener. Die lokalen systemischen Reaktionen sind im Prozent- bis Promille-Bereich. Diese schweren Nebenwirkungen sind dann bei pro Million. Also die sind da, kann man auch nicht wegdiskutieren, aber die sind natürlich viel, viel seltener. Und genauso mit der Myokarditis. Und dann betreffen sie immer, die sind auch so um die 50 bis 130 pro 1 Million Impfungen, 50 bei dem BioNTech, 130 bei dem Moderna-Impfstoff, der höher dosiert ist. Und dann gibt es immer bestimmte Gruppen, die das vor allem betrifft. Die Adenovirus-Impfstoffe vor allem jüngere Frauen und die mRNA-Impfstoffe vor allem jüngere Männer. Und da muss man dann so ein bisschen halt auch reagieren und gucken, welcher Impfstoff ist für wen geeignet.
Und dann gibt es ein paar Dinge, die in Zusammenhang mit der Impfung gebracht werden, wobei es Einzelfälle gibt, wo das sicherlich stimmt, also die so ein Post-Vax-Syndrom entwickelt haben, ähnlich wie jemand Post-Covid entwickeln kann. Aber auch die sind ganz, ganz super selten im Vergleich zu jetzt Post-Covid oder Long-Covid, was ja doch 4-5% der Infizierten betrifft. Und da muss man sagen, bei einigen kann man eine Häufung belegen, bei anderen kann man das einfach nicht. Wenn man dann eine Vergleichsgruppe nimmt, die ungeimpft ist, dann ist das einfach ein zufälliges Auftreten, was bei beiden Gruppen auftritt. Deswegen ist da sicherlich auch noch viel Forschung erforderlich, um einmal zu verstehen, warum kommt das, und zum anderen zu verstehen, ist das ein Zusammenhang mit der Impfung, und wenn ja, gibt es eine bestimmte Prädisposition oder ist es einfach nur ein zufälliges Aufeinandertreffen. Das ist bei Impfungen, wenn ich die sehr breit ansetze, natürlich immer möglich. Das, was einfach zeitlich in zufälligen Zusammenhang ist, da muss man nämlich sehr gut kontrollieren, wann tritt es denn auf. So, und meine fast letzte Folie ist nochmal eine Zusammenfassung, was haben denn die Covid-Impfstoffe gebracht? Und die, da habe ich wieder den Daten vom Economist mitgebracht, weil das eigentlich sehr gute Datenanalysten sind, die beim Economist sitzen. Deswegen schaue ich da mal ganz gern rein und die auch ziemlich unabhängig jetzt da agieren. Und die haben das mal aufgegliedert in Hoch-, also High-Income-Countries, wir, Amerika, der Rest von Europa, in Upper- and Middle-Income-Countries und in Low-Income-Countries. Die High-Income-Countries in dem dunklen Rot, Upper- and Middle- in dem Mittelrot und Low-Income-Countries in, je heller sozusagen die rote Farbe, umso geringer das Einkommen. Und da sehen Sie, und es sind wieder Todeszahlen. Und zwar, wie viele Leute sind übernormal gestorben? Also diese Übersterblichkeit. Und da sieht man, am Anfang hat sich das relativ gleichmäßig verteilt auf die High, Upper Middle und Low Income, Low bis Middle Income Countries. Warum? Weil die eine sehr ähnliche Altersstruktur haben. Die Länder mit einem ganz niedrigen Einkommen, die da also in Orange unten liegen, das sind die afrikanischen Länder mit einem sehr geringen Altersdurchschnitt. Die haben keine hohe Übersterblichkeit gehabt, einfach weil sie kaum Risikopersonen hatten. Und bei denen blieb es auch gleich. Dann gab es die Impfung und man sieht, diese Übersterblichkeit geht zunächst deutlich zurück in den Ländern mit viel Einkommen. Dann geht sie zurück in den Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen. Und sie bleibt weiter hoch in den Ländern, die einfach spät und schwer diese Impfstoffe bekommen haben. Das waren die Länder mit einem niedrigeren Durchschnittseinkommen. Da steigt die Übersterblichkeit dann einfach deutlich an. Deswegen wird dieser orange Balken da unten so breit. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit Impfstoffgerechtigkeit. Da muss man sicherlich nochmal drüber nachdenken. Und was der Economist da auch ausgerechnet hat, ist, wie viele Tote wurden denn verhindert durch die Impfstoffe? Wie wäre es denn, hätte es denn ausgesehen, wenn wir keine Impfung gehabt hätten? Und das sind die blauen Kurven. Und da sieht man natürlich schon, dass die Impfung definitiv sehr viel in der Verhinderung von Todesfällen gebracht hat. Sowohl direkt als auch indirekt. Letzter Aspekt vielleicht noch, braucht es eine vierte Impfung? Ja, wenn man ein hohes Risiko hat. Nein, wenn man kein hohes Risiko hat. Hohes Risiko, Alter oder Vorerkrankungen, da bringt es auf jeden Fall was. Das haben israelische Daten gezeigt. Der Schutz vor Infektion, wie wir es vorhin besprochen haben, steigt nicht wesentlich an oder nur für einen kurzen Zeitraum, aber der Schutz vor schwerer Erkrankung, das sind die roten Punkte, steigt an. Und das sieht man ganz besonders, wenn man dann in Altersheimen guckt. Das ist eine schwedische Studie von über 80-Jährigen in Seniorenheimen. Da hat die vierte Impfung oder bringt die vierte Impfung auf jeden Fall etwas. Und die Frage, brauchen wir denn einen angepassten Impfstoff? Und da ist die Antwort auch ja. Warum? Weil wir jetzt einfach ein anderes Virus haben, was zirkuliert, als das, was am Anfang da war. Ja, man sieht, am Anfang war dieses rote Virus da, das ist komplett verschwunden und ist eben von den neuen Varianten ersetzt worden. Und das, was jetzt zirkuliert, sind hauptsächlich BA5 oder BA5-Abkömmlinge oder BA2-Abkömmlinge. Und auf der rechten Seite ist mal so dieser Verwandtschaftsgrad dargestellt worden.
Und das sind so zwei Punkte, die liegen ganz außerhalb dieses Vierecks. Und das ist BA4 und BA5. Das heißt, die sind einfach schon ziemlich anders. Also wenn eine Auffrischimpfung, dann mit dem BA4-5-Impfstoff. Das macht einfach mit Abstand am meisten Sinn. Damit komme ich zum Ende und wollte mit Ihnen noch einmal ganz kurz so ein bisschen rekapitulieren. Viren, was Viren sind, haben Sie jetzt alle gelernt. Also sind nicht mehr nur Hobby-Virologen, sondern Profi-Virologen sogar schon fast. Die Frage ist jetzt natürlich, die wir alle uns immer wieder stellen, wie groß ist denn die Gefahr einer neuen Pandemie? Und da muss man sagen, die ist da, denn Viren kommen einfach in großer Zahl in tierischen Reservoiren vor. Die meisten sind für den Menschen aber nicht infektiös und sie breiten sich vor allem nicht von Mensch zu Mensch aus. Beispiel Vogelgrippevirus H5N1. Dieses Virus hat sich deutlich verändert in den letzten 5 bis 10 Jahren und ist für Vögel viel infektiöser und aggressiver geworden. Und inzwischen ist es nicht mehr nur in Hühnerfarmen, sondern es tatsächlich auch betrifft Zugvögel, es betrifft Meeresvögel, aber es ist nicht bisher, zum Glück, nicht ansteckender für den Menschen geworden. Ja? Ein Tier, was direkt einen infizierten Vogel frisst, kann sich infizieren, aber es gibt keine menschlichen Infektionen, die von Mensch zu Mensch weiterübertragen wurden, sondern es ist eine Vogelproblematik. Und ich hoffe, da bleibt es auch. Hoffen wir wahrscheinlich alle. Viren, die unser Immunsystem schon kennen, die sind nicht so gefährlich. Das hat man bei SARS-Corona jetzt sehr schön gelernt. Je mehr unser Immunsystem schon mal Kontakt mit diesem Virus hatte, umso weniger hat es uns krank gemacht. Das heißt nicht, dass man deswegen nicht mit der Erkältung da niederliegt. Das tut man. Und die kann auch total ätzend sein. Aber man kriegt nicht mehr die schwere Lungenentzündung. Das Organversagen muss auf die Intensivstation. Das meine ich damit. Da hilft der Immunwall einfach, den wir aufgebaut haben, durch Impfungen, aber natürlich auch durch Infektionen, die irgendwo durchgelaufen sind. Die tragen da schon auch dazu bei. Es gibt aber immer wieder Viren, die wir halt nicht kennen. Dieses SARS-Coronavirus war jetzt eben ein Beispiel, was unser Immunsystem nicht gesehen hatte bisher. Und die können vom Tierreich überspringen. Und wenn sie das tun, dann ist sicherlich ein Risiko einer Pandemie da. Das heißt, man muss die Viren im Tierreich gut beobachten. Man muss, wenn so ein Ausbruch kommt irgendwo, schnell reagieren. Man muss gut kommunizieren international, damit alle auch vernünftig reagieren können. Und da ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, die wir momentan haben, dass die Kommunikation schlechter wird. Die Kommunikation zwischen Ländern schlechter wird, zwischen Behörden schlechter wird, aber auch zwischen Wissenschaftlern schlechter wird. Ist leider so. Ich hoffe, dass sich das wieder verbessert. Die Gefahr, dass ein Virus überspringt vom Menschen, vom Tier auf den Menschen, die steigt. Warum? Weil die Menschen sich immer weiter ausbreiten in die tierischen Reservoire hinein. Da muss man einfach drüber nachdenken, ob man dem Ganzen nicht auch eine Grenze setzt und den Tieren ihre Rückzugsräume lässt. Aber auch durch den Klimawandel. Ganz einfach, weil es weniger Wasser gibt. Und Tiere und Menschen gehen immer dahin, wo es Wasser gibt. Das heißt, sie haben automatisch neue Kontaktpunkte. Sie haben Insekten, die ja auch Viren übertragen können, die Krankheitserreger, auch Malaria und so, also nicht nur Viren übertragen können. Die breiten sich weiter aus, weil es wärmer wird. Also das ist schon auch ein Aspekt, den man nicht ganz vergessen darf. Und der Handel exotischer Tiere, die irgendwelche Infektionen tragen, da sollte man sicherlich drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist. Ja, und dann breitet sich natürlich so ein Virus heute auch einfach schneller aus als früher, weil wir in großen Städten zusammenlegen. Früher, wenn in Afrika irgendjemand im Urwald sich mit Ebola infiziert hat, dann war das ein kleiner lokaler Ausbruch. Heute gehen die Menschen auch in Afrika in die Städte, in die Ballungsräume, und dann kann das natürlich dort weiter übertragen werden. Und wir reisen viel mehr, das haben wir auch gesehen. Es nützt überhaupt nichts, wenn man sagt, wir bannen Flüge aus Südafrika, weil es da eine neue Variante gibt. Die ist sofort bei uns. Das ist eine Illusion, dass man das noch blocken kann. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dass Ihnen Ihr Doktor nicht sagt, machen Sie sich keine Gedanken, es ist nur ein Virus und bleiben Sie gesund.
vielen lieben Dank. Vielen Dank für den informativen Vortrag. Kommen Sie gerne noch ins Gespräch mit Ihnen. Sie bleiben am Pult oder möchten Sie? Ich kann noch zu Ihnen kommen. Getränk gerne selber einschenken, hygienisch korrekt. Abstand haben wir auch. Ich starte mal mit einer Person. Ja, Sie müssten, glaube ich, da reinsprechen, genau. Ich habe auch zur Not eine Maske dabei. Okay. Aber in der Jackentasche. Jetzt würde es mich mal interessieren, vielen Dank. Wie läuft denn das bei einer Virologin zu Hause ab, wenn da mal jemand krank ist? Gibt es da eine kleine Laboruntersuchung oder was wird dann da gemacht? Also Ärzte, die krank sind, negieren das ja meist. Okay. So ist es mit Virologen auch. Nein, machen wir nicht. Also wenn das Risiko da ist, dass es eine schwerere Infektion ist und dass man es auf jemanden anders übertragen könnte, dann schauen wir natürlich schon nach, aber ansonsten nicht. Okay. Was ist das, was Sie so fasziniert an Ihrer Arbeit? Weil man braucht ja schon einen sehr langen Atem, bis man vielleicht mal einen Durchbruch erreicht, der aber vielleicht auch gar nicht kommt. Also zum einen sind Viren einfach faszinierend. Ich glaube, das habe ich Ihnen vermitteln können. Sehen Sie das auch so? Kleiner Applaus. Und Sie können mit Viren ganz viele Dinge studieren. Sie können Zellbiologie machen, Sie können Molekularbiologie machen, Sie können Strukturbiologie und Strukturanalysen machen, Sie können die Immunologie untersuchen und Sie können natürlich Therapien entwickeln. Und das in dem Konzert ist einfach was, was sehr, sehr faszinierend ist und was halt auch immer wieder was Neues birgt. Jetzt haben wir ja die Zahl gehört, mehr als 250 Millionen Menschen sind chronisch an Hepatitis B erkrankt weltweit. Ist ja eine enorme Zahl. Ist die Zahl für Sie ein Antrieb oder ist das auch was, was vielleicht ein bisschen Druck auch ausübt? Es ist auf jeden Fall ein Antrieb und wir bekommen wirklich jeden Tag E-Mails von Menschen, die sagen, wir sind so froh, dass Sie daran arbeiten, wir brauchen eine Heilung. Ich habe das von meiner Mutter geerbt. Ich habe Angst, Kinder zu kriegen, weil ich Angst habe, dass ich die Kinder nicht großziehen kann und Leberkrebs kriege. Und solche Dinge nehmen einen natürlich schon mit. Ja. Ich darf meine Frau nicht heiraten. Das war das Brutalste, was ich mal so mitbekommen habe, weil die Familie erfahren hat, dass ich Hepatitis B positiv bin. Das ist also auch mit einem erheblichen Stigma verbunden. Das treibt einen schon an, klar. Einfach dieser Wunsch, diesen Menschen auch helfen zu können. Jetzt gab es ja bei Kollegen den Durchbruch mit den mRNA-Impfstoffen. Wie blickt man da als Virologe darauf? So, gibt es da so eine kollegiale Distanz oder freut man sich oder ist vielleicht auch so ein bisschen Neid manchmal im Spiel, so unter Kollegen? Nein, also natürlich freut man sich. Ich hatte ja berichtet, dass viele nicht geglaubt haben, dass es einen wirksamen Impfstoff geben kann. Und natürlich ist man froh, dass man diese neue Plattform hat. Das heißt aber noch nicht, dass es das Ende des Ganzen ist. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Wir müssen versuchen, Impfstoffe zu entwickeln, die noch besser verträglich sind. Wir brauchen Impfstoffe, die idealerweise auch vor Infektionen schützen. Also dazu muss man eine Schleimhautimmunität aufbauen. Das sind so Dinge, an denen muss man auf jeden Fall weiterarbeiten. Und es spornt natürlich alle an. Fortschritt spornt immer an. Jetzt hatten auch unsere Zuschauer die Möglichkeit, bei der Anmeldung Fragen einzureichen. Vielen Dank dafür. Man merkt auch gleich, das ist jetzt eine Zuschauerfrage, die jetzt kommt, weil die ist viel fundierter formuliert, als das ich machen könnte. Wie stehen Sie zur Hepatitis-Twinrix-Impfung? Sehr gut. Die ist super. Das ist eine Kombi-Impfung aus Hepatitis A und Hepatitis B-Impfstoff. Die kostet nur 10 Euro mehr, als wenn ich einen einzelnen Impfstoff nehme. Und wenn ich mich impfen lasse, dann gleich mit einer Kombi-Impfung. Das macht auf jeden Fall Sinn. Auffrischungen? Da macht man ja eine Impfserie durch am Anfang, oder? Ja, also Auffrischungen braucht man nicht so häufig, frühestens nach 10 Jahren. Und dann, vor allem dann, wenn man ein gewisses Risiko hat, zumindest bei der Hepatitis B-Impfung und bei der Hepatitis A-Impfung, geht man auch davon aus, dass es eigentlich sehr lange anhält. Aber wenn, dann, das muss man mit seinem Arzt besprechen, kann es wirklich auch Sinn machen, direkt den Kombi-Impfstoff zu nehmen. Auf jeden Fall, wenn man irgendwie im medizinischen Bereich tätig ist oder in einem Bereich, wo man ein Risiko hat. Da kommen wir auch gleich zur anschließenden Zuschauerfrage. Da geht es um den Schutz, bevor man in bestimmte Länder reist. Sollte man da vorab in gewissen Abständen sich immer kontrollieren lassen vom Arzt? Auf jeden Fall. Ja. Also, dass Sie bei uns sich eine Hepatitis A zum Beispiel einfangen, ist die Chance relativ gering, weil wir einfach eine sehr gute Abwasserkontrolle haben. Aber das ist natürlich nicht in allen Ländern so.
wenn Sie da einen Salat essen, der mit Wasser gewaschen wurde, oder sonst mal unabgekochtes Wasser trinken, haben Sie natürlich ein Risiko, sich eine Hepatitis einzufangen, in dem Fall eine Hepatitis A. Und wenn Sie irgendwo in eine medizinische Behandlung müssen und Sie können sich nicht 100% sicher sein, ob die Blutkonserve, die Sie kriegen, getestet ist oder die Spritze wirklich ganz sauber ist, dann würde ich auf jeden Fall Wert darauf legen, dass ich geimpft bin. Jetzt ist Ihre Arbeit ja streng an Daten und Messwerten ausgerichtet. Während der Corona-Pandemie taucht dann zig Verschwörungsmythen auf. Ärgert Sie sowas? Ja, natürlich schon. Als Wissenschaftler ist man halt sehr gewohnt, mit Daten zu arbeiten und entlang von Zahlen zu argumentieren und auch zu rechnen. Für manche Menschen ist ein Risiko von 1 zu einer Million das gleiche wie ein Risiko von 1 zu 100. Die kriegen das nicht auseinander vom Mathematischen oder vom Gefühl her. Das ist natürlich schwierig, damit umzugehen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe schon immer versucht, auch mit Impfskeptikern oder mit Menschen, die andere Vorstellungen von dem Ganzen hatten, in Kontakt zu bleiben, um einfach zu verstehen, was treibt die und was ist das, was sie nicht verstehen können. Aber dann merkt man, es gibt auch irgendwo eine Grenze. Mhm. Also ich habe jetzt gerade, oder ich habe Mails bekommen, wo dann jemand mir erklärt, die Bundesrepublik Deutschland gibt es doch gar nicht und das ist doch hier alles nur ein Geschäft, was mit uns betrieben wird. Da ist dann so ein Punkt erreicht, wo man denkt, okay, da komme ich jetzt auch mit Argumentation einfach nicht mehr weiter. Aber ist es trotzdem was, wo Wissenschaft sich auch verbessern muss im Erklären? Unbedingt. Also ich glaube, dass Wissenschaft deutlich kommunikativer werden muss, auch schon ein bisschen kommunikativer geworden ist. Und ich bin überzeugt, dass Sie sind ja hier auch ein Bildungscampus, dass das zur Ausbildung in jedem Studiengang gehört, dass ich auch das, was ich gelernt habe, kommunizieren kann. Also in den Naturwissenschaften auf jeden Fall, aber auch in anderen Dingen, also auch in den Wirtschaftswissenschaften. Wenn jeder irgendwo lernt, wie ich mit einigermaßen einfachen Worten das, was ich weiß, vermitteln kann, dann nimmt man, glaube ich, Menschen, die querdenken, die vielleicht auch auf Irrwege gedanklich kommen, nimmt man ein bisschen auch das Futter weg. Also im Prinzip das Bürger-Uni-Motto, ja? Vielen Dank. Jetzt gab es ja zig Regelungen, die im Verlauf der Pandemie auch wieder verschwunden sind. Also so, besonders Missmut haben ja die Schulschließungen zum Beispiel ausgelöst. Was gilt es da zu lernen für künftige Pandemien? Also manche Regelungen waren Unsinn. In Bayern haben wir irgendwann eingeführt, dass man aus München nicht mehr als 15 Kilometer, also aus den Städten nicht mehr als 15 Kilometer rausfahren darf. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil dann bleiben alle in den städtischen Bereichen, wo es grün ist und sind viel enger beieinander, als wenn man weiter rausfährt. Also solche Dinge waren einfach komplett unsinnig. Schulschließungen, da musste man einfach zumindest initial mit dem arbeiten, was man an Daten hatte. Die Daten, die man da hatte, waren aus der Influenza-Zeit und da sind Schulschließungen eindeutig wirksam. Hat man jetzt übrigens auch sehr schön im letzten Herbst gesehen, also Herbst, Winter. Im Dezember hatten wir eine große Influenza-Welle. Dann wurden die Schulen geschlossen, weil Weihnachtsferien waren und die Influenza-Welle war weg. Da ist es extrem wirksam. Dass es bei SARS-Corona nicht so gut funktioniert, das wusste man einfach nicht. Und da muss man sicherlich beim nächsten Mal differenzierter drangehen. Da weiß man jetzt auch mehr, da hat man jetzt einfach mehr Daten. Digitalisierung ist dann natürlich auch immer ein Punkt, der da genannt wird. Jetzt habe ich in der Süddeutschen gelesen, dass sie sich eine konstante Förderung der Grundlagenforschung wünschen und gut ausgebildeten Nachwuchs. Wie ist denn die Interessentenlage da in der Virologie? Die ist besser geworden, kann man sich vorstellen. Weil das gibt Thema, viel zu tun, ne? Weil das Thema natürlich mehr im Fokus steht. Wo wir trotzdem noch zu wenig haben, sind gut klinisch ausgebildete Virologen. Also wir haben sehr, sehr gute Theoretiker. Nur das Problem ist, dann wird es auch oft sehr theoretisch. Das haben Sie sicherlich auch bemerkt bei einigen meiner Kollegen, wenn die dann ihre Ratschläge gegeben haben, wenn diese Ratschläge dann rein zahlenbasiert sind und so dieser klinische Hintergrund fehlt, dann ist es manchmal schwierig, die Situation wirklich so ganz realistisch einzuschätzen. Ich erinnere mich an einen Ratschlag
jemanden, der auch modelliert hat und der gesagt hat, wenn wir jetzt alle Krankenschwestern testen, bevor sie zum Dienst kommen, dann können wir die Infektionsrate um 30% senken. Sage ich, ist ja super. Wie machen wir das? Die kommen morgens um 6 zum Dienst und dann testen die erstmal alle eine Stunde. Das heißt, wir haben eh schon zu wenig Krankenschwestern im Krankenbett. Wie soll das funktionieren? Also das waren so theoretische Dinge. Mhm. Ja, und da fehlen eben, glaube ich, schon die klinisch ausgebildeten Virologen. Da ist immer noch ein Bedarf da. Und nicht nur Virologen, sondern insgesamt Infektiologen. Jetzt kam es im Vortrag auch zur Sprache, dass Sie mit Tiermodellen arbeiten, bei THERVAC B mit Mäusen. Ist es so etwas Unerfreuliches, aber leider auch unvermeidbar? Das macht natürlich keiner gerne, aber wir achten sehr darauf, dass die Tiere nicht leiden. Das ist extrem wichtig und jeden Tierversuch, den ich mache, den muss ich ja extrem gut begründen. Also viele unserer Nachwuchsmediziner sagen inzwischen, ich habe so eine hohe Hürde, einen Tierversuch in Deutschland genehmigt zu bekommen, ich mache lieber gleich eine klinische Studie. Aber das ist auch nicht der Weg. Ja, das kann es ja nicht sein. Dann sind wir zurück in Nazi-Zeiten, wenn wir Dinge einfach direkt an Menschen ausprobieren. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, ich glaube, man muss da eine vernünftige Balance finden. Was ist ethisch gerechtfertigt? Was ist wirklich notwendig? Und das muss man aber dann auch machen. Ich wechsle mal zu den Slido-Fragen, die hier parallel einlaufen. Ist eine Infektion gleichwertig zu sehen zu einer vierten Impfung? Ja. Gut, abgehakt. Also eine Infektion stimuliert das Immunsystem genauso wie eine Impfung. Die ist immer als gleichwertig zu betrachten. Dann egal ob es vierte, fünfte, dritte. Dann haben wir noch eine weitere Frage, gerne noch weitere einreichen, auch von zu Hause. Woran liegt es, dass innerhalb einer Familie sich alle bis auf eine Person infizieren, zum Teil mehrmals, nur eben diese eine nicht? Der hat offensichtlich ein besonders gutes Immunsystem, würde ich mal vermuten. Ja, kann man also so einfach sagen? Ja, natürlich. Wir haben ja, Sie haben ja auch eine primäre Antwort, die durch unsere angeborene Immunität kommt. Das sind zum Teil Zytokine, die ausgeschüttet werden. Interferone spielen da eine ganz große Rolle, die einfach sehr schnell gemacht werden und die übrigens dann auch zum Teil für diese Impfnebenwirkungen, also Nebenwirkungen, Reaktogenitäten verantwortlich sind. Das sind meist diese Zytokine-Ausschüttungen und die schützen einen dann schon. Und da ist eben der eine besser als der andere. Gibt es denn auch Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die vorhersagen wollen, was oder welcher Erreger der nächste sein wird, der eine Pandemie auslöst? Wir haben ja im Eingangsvideo so ein paar gesehen. Ja, wir haben ganze große Organisationen, die sich damit beschäftigen. Die haben das aber auch schon vor Corona getan und es hatte keiner, das saß also ein Coronavirus auf der Platte. Okay, was hat man jetzt auf der Platte? Ist man jetzt sicherlich besser geworden. Influenza ist was immer ein großes Risiko birgt, weil Influenza-Viren sich einfach sehr schnell, sehr stark verändern können. Flaviviren, die Insekten übertragen sind, so wie das Zika-Virus oder West Nile oder diese, die auch die Gehirninfektionen machen, ist was man gut im Auge behalten muss und, wie wir jetzt alle wissen, Coronaviren. Es gibt ja immer, gerade gab es ja immer wieder neue Corona-Varianten. Die neueste ist, glaube ich, die Arcturus. Besteht da die Gefahr, dass eine neue Variante mal die Immunität der Bevölkerung umgehen kann? Also jede dieser neuen Varianten hat die Fähigkeit, das Immunsystem besser zu umgehen. So werden die selektiert, weil diejenigen, die es nicht umgehen können, die kommen schon gar nicht weiter in der Population. Die werden beim ersten oder zweiten aufgehalten. Das heißt, die werden immer ansteckender und sie umgehen immer mehr die Immunantwort. Aber sie umgehen die Immunantwort in puncto, ich kann jemanden anstecken. Das sind hauptsächlich Schleimhautantikörper, die das verhindern. Die umgehen aber nicht die Immunantwort, diese T-Zellantwort, die unseren Körper schützt, die also die Zellen sind, die im Körper zirkulieren und dann infizierte Zellen abräumen und verhindern, dass das Virus sich in der Lunge oder am Herzen oder so festsetzt. Insofern, uns ist auch nicht wahrscheinlich, dass man eine Variante hat, die plötzlich schwerer krank macht. Ja, also man muss das beobachten. Ich will das jetzt gar nicht runterspielen. Das ist eine Variante, die in Indien jetzt im Moment unterwegs ist und da gerade eine neue Welle macht. Aber es macht jetzt bei mir noch keine Panik. Das ist schon mal gut.
Passend dazu, gibt es einen Zusammenhang, eine weitere Slido-Frage zwischen Blutgruppen und Immunität? Zwischen Blutgruppen und schwerer Erkrankung ja. Zwischen insofern Immunität, die einen vor schwerer Erkrankung schützt, ja. Immunität, die einen vor Ansteckung schützt, nein. Was sind da besonders gut zu haben oder die man, Blutgruppen, die man gerne hätte? Es ging ja auch durch die Presse, Blutgruppe 0. Aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Das die stimmt. Hat man oder hat man nicht. Frau Protzer, freuen Sie sich, dass Sie bald wieder mehr Forschungs- und weniger Öffentlichkeitsarbeit leisten dürfen? Oder war es auch mal schön, das Neonlicht zu verlassen des Labors und unter dem Licht vom Bildungscampus zum Beispiel zu stehen? Es ist natürlich wunderschön, bei Ihnen zu sein, gar Vielen keine Dank. Frage. Trotzdem bin ich ganz froh, dass wir uns wieder mehr auf unsere eigentliche Arbeit konzentrieren können. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren, Ulrike Protzer. Danke. So. Bleiben Sie gerne einen Moment auf der Bühne. Ein kleines Präsent für die Heimfahrt von der Weinhauptstadt in die Bierstadt. Also wenn ich das trinke, bevor ich zu Hause ankomme, dann glaube ich, komme ich nicht mehr an. Sie dürfen es auch aufheben. Dankeschön. So, ich hoffe, Sie haben... Ich hoffe, Sie haben ein paar tiefergehende Einblicke in eine Thematik erhalten, die uns ja alle sehr befasst hat und auch weiterhin befassen wird. Wir sehen uns wieder am 15. Juni. Dann ist eine Bekannte von Ihnen hier da, Professorin Alena Buix, auch von der TU München. Da geht es um ethische Fragen in der Medizin. Anmeldungen, wie gehabt, in den Wochen davor, werden innerhalb Bronner Stimme der Anmeldestart angekündigt. Bewerten Sie gerne die heutige Veranstaltung auf Slido. Schauen Sie das Video an, geht auf YouTube. Und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, einen schönen Abend und kommen Sie ohne Infektion ins Frühjahr. Vielen Dank fürs Kommen.